Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zurück. So, ich habe jetzt, wie gesagt, nochmal einige Sandsteine weggeballert. Habe hier schon mal so ordentlich wieder was an Erz freigelegt, was wir uns nochmal holen könnten die Tage. Ich war hier auch mal so fleißig, habe hier eine schöne Minenstütze reingezogen. Habe mal eine kleine Fackel aufgehangen, damit wir hier mal ein bisschen mehr Licht haben. So, dann würde ich jetzt ganz gerne einfach mal hier... Ja, haben wir eigentlich noch genug drin, ne? Schmeißen den Rest Blei noch eben mit rein. So. Und gucken, wie viel Steine haben wir da noch drin. Schau mal hier. Da werden gleich nochmal Steine gemacht. Das hätte ich natürlich schon alles rausnehmen können wieder, ne? Hätte ich noch ein bisschen... Betonmischung schon mal wieder ansetzen können. So, 2300 können wir, also 500. 550. 550. Und den Rest. Gut. Oh, 4 Stück sind da über. So, das einmal hier rein, das da rein, die kleinen Steine. Ach, kann ich auch mitnehmen, das bisschen, ne? Lehmige Erde schmeißen wir hier rein. Ach komm, die bleiben hier. Das kann auch eben hier bleiben. Das kann erst im Eimer hier bleiben. Trink nehmen wir mit, das nehmen wir auch noch mit. Die Eisenrohre, die können hier bleiben. Die Munition kann auch hier bleiben. Munition müssen wir übrigens auch noch ansetzen, ne, bevor hier die nächste Horde und sowas bald kommen. Zwar, da ist nicht viel, aber 5 Betonmischungen bleiben auch eben hier. Das nehme ich mit. Das brauche ich gleich. Das kann auch hier bleiben. Dafür können wir die schon mal hier in die Hand nehmen. Reparaturkits habe ich dabei. Drei Pfeile wieder, ey. Gut, ich glaube, ich habe soweit alles. Ich dachte gerade schon mal, schwebt da an der Decke. Oh ne, Moment mal. Ich mache noch eben schnell hier. Haben wir hier noch was drin? Natürlich Food Poison auch wieder 4%. Aber komm, wir pfeifen uns jetzt einfach mal was rein. Ein Dime von. Hier machen wir noch eben. Da fällt mir gerade ein, können wir eigentlich schon hier... Dosenfleisch? Ah, nee, brauchen wir das Rezept für. Das wäre natürlich schon eine schöne Alternative, ne? Da müssten wir die nächsten Punkte bald auch mal investieren. Ich meine, wir sind vorhin noch sogar ein Level aufgestiegen, oder? Animal Tracker... Okay, das wollte ich aber gar nicht, sondern... wo ist es? Masterchef, das können wir bald auch nochmal lernen. Wollte ich jetzt aber auch nicht. Aber auch nicht, das war auch wieder gut. Tyrannosaurus, den können wir eigentlich auch nochmal, ne? Aber eigentlich wollte ich viel mehr hier drauf. Was? Food Poison. Machen wir das noch einmal. Okay, komm, und das da einmal. Dass wir auch natürlichen Wege langsam wieder hochheilen. Ja, wie gesagt, da müssten wir nicht bald mal hinkommen. Plots, dass wir da nämlich dann ein bisschen was hier anpflanzen können, ne? Müssen wir uns oben ein schönes Beetchen anlegen. Keine Müdigkeit vortäuschen hier. Los, ziehen.
Tür zu. Na, Kelly, wie findest du den Zaun so? Nicht schlecht, ne? Im Gucken, wo war? Das war doch hier, ne? In die Richtung, genau. Da oben, da können wir nicht zur Not fahren, mit da in die Stadt da einmal rein. Da gibt es auf jeden Fall noch etliche Autos und sowas zum Auseinandernehmen. Guck mal, hier haben wir gleich die ersten drei. Da hinten steht auch noch eins. Hey. Wenn wir schon hier sind, ne? Kann den auch mitnehmen. So, nimm die Karre hier im Auseinander. Das gibt dann wenigstens mal ein paar Parts wieder zum Bauen. Dann haben wir ein paar mechanische, elektrische Parts. Das ist gut. Eine Batterie war schon mal mit dabei wieder. Ups. Schließlich müssten wir eigentlich auch noch einen zweiten Generator und sowas später machen. Hier eine schöne Batterie, eine 6er. Ja, nur. Macht ja einen Krach da. Ups. Was gibt's denn in dem Laden? Vielleicht könnten wir da gleich auch mal reinschauen, ne? Ist das eher da hinten, der so einen Krach macht? Oder ist hier noch irgendwo einer? Macht dahinter. Ey. Ja, kloppt man schon mal offen. Da will ich gleich eben einmal kurz gucken. Viel hat er ja nicht dabei, aber ein bisschen. Hä? Irgendwie latscht hier rum, oder? Da. Krack, 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 krack. Was, Villa? Muss ich mal ein bisschen deutlicher ausdrücken, mein Freund, sonst verstehe ich dich nicht. Wie soll ich die Axt nehmen in der Hand? Oh. Na dann nehmen wir doch besser hier unten die Tür, wa?
Nix da, keiner drinne. Oh, da ist so ein kleiner Safe versteckt, mal. Ein kleiner Wandtresor. Den bohren wir schnell offen hier. Danke. Rocket Launcher Parts. Na gut. Auch nicht so der Burner gewesen, aber... ein bisschen was. So, wenn man die Ausnahmen nimmt, kriegt man dafür auch irgendwie Parts oder so. Mechanische, aber keine elektrischen, wa? Schade. Ne, sind alles mechanische. Beim Kühlschrank. Der Kühlschrank gibt auch keine. Waschbecken hier. Kriegen wir da noch irgendwas Besonderes raus? Hm, Eisenrohr. Ey. Oh, die kriegen wir sogar komplett. Ach hier, der Ofen, komm. Das muss... hm, nee. Ich war gerade so schön anfangen zu reden. Das muss doch mechanische Parts geben, elektrische. Ja, war aber nicht so. Hab hier schon wieder viel zu viel Kram, mal. Jetzt mal gleich was wieder in... Moped reinräumen. Hm, zerlegen. Haben wir hier noch so Feines? Die können wir auch mal zerlegen. Ja, wo bist du? Da, ja. Oh. War richtig hellnhaft. Ich wollte so schön rüberspringen, damit ich mal Pfeile wiederholen kann. Naja. Hey, zitter mal an, na? Storage. So, das da rein. Das, 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 das. Eigentlich muss ich ja den Kram, den wir eh nicht wieder alles aus dem Auto rauskriegen, ne? So, den Rest kriegen wir wahrscheinlich eh wieder alles durch Teile aus dem Auto. Ach, scheiß doch, komm rein damit. Geht die nächste Fuhre da genauso rein. Gut, ist doch schon wieder ein bisschen aufgeräumter hier. So, was gibt's hier in dem Pawn Shop? Muss man fast aussprechen, aufpassen, wie man es ausspricht, ne? Nicht, dass jetzt hier falsch gedeutet wird. Sagen, Jungs, ihr könnt auch die andere Tür nehmen, ne? Die habe ich für euch offen gemacht. Mann, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Warum schieße ich denn dauernd vorbei? So. Wieder. Unterm Arm durch, du. Doch teilweise gar nicht. Sollen wir ihm sagen, dass die andere Tür offen ist?
Eine zerstörte Chemiestation. Kann man die auseinandernehmen? Gibt es da was Besonderes für? Da gibt es Eisen für. So, einen Scheinwerfer hier mal auseinandernehmen. Aber überwiegend mechanische Parts, ne? Den? Ist da irgendwas? Nein, nur Eisen, oder? Handtäschchen da oben versteckt. Hier ist da Wasser drin, ne? So, komm, Scheinwerfer hier nochmal auseinandernehmen. So ein Schlüsselkasten, wa? Was ist das, ein Tresor, ne? So ein kleiner Wandverteiler oder so. Oh, erstmal hier. Oh Scheiße, den hätte ich vielleicht jetzt durchsuchen sollen. Da war aber scheinbar nichts drin. Ne? Schade, zerstörte Generatorbank. Na komm, die nehmen wir mal auseinander. Ich wollte gerade sagen, da müsste es doch zumindest ein paar Teile rausgeben, oder? Ja, ein bisschen gibt's da. Oh, da schlafen ja noch welche. Lass mal hier ein Schrittchen Platz zwischen uns gewinnen. Er ist hier wieder so ein hartnäckiger, ne? Mit seiner Militärrüstung. Oh, ho ho! Haben wir hier denn wieder Schönes? Na, also, da freut man sich doch. Was war das denn Feines? Reload 30% faster in die Chest Armor. Ist das egal? Kann ich das hier zum Beispiel modify? Kann ich den da noch mit reinpacken? Joa. Sehr schön. Zack. Kann ich da die Mütze mit reinpacken? Zack, haben wir auch. Sehr schön. Gut, was liegt da oben noch drauf? Was Besonderes? Nehmen wir mit. Da ist auch noch mal was. So, einmal. Hey, da. Ich glaube, das konnten wir aber schon, ne? Spotlight. Spotlight. Ja, nee. Perk. Steht immer noch da, Perk.
So, Waffenschrank. Auf geht's hier. Los, Bohrer. Friss dich hinein. So, jetzt lade ich nach, dann dreht er sich noch dreimal rum und dann muss er repariert werden. Siehst du? Immer das Gleiche mit den Sachen hier. Ja, 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 ja. So, bringen wir erstmal hier mal wieder ein paar Sachen weg. Dirt, zack. Gucken, was kriegen wir da noch rein? Oh, ein paar Sachen, nicht viel, aber. Ist das ein Power Tool Large Tank Mod? Increases Tank Size for Chainsaw. Zack. Ja, geil. Passt mal ein bisschen mehr Treibstoff da rein, wa? Habe ich gar nicht gesehen eben, dass wir den bekommen haben. So, gib hier den Rest. So, da war nichts mehr. Hier geht's nach draußen, wa? Na, sitzt noch wieder jemand? Ja, aber ein Auto haben sie hier noch versteckt. Und da geht's auch noch nach oben. Na, da gucken wir gleich auch nochmal hin. Oh, wieder Papier, ey. Das kann doch gar nicht. Was haben wir hier in Aal? Hier, komm, zerlegen. Zerlegen. Iron Knuckles zerlegen. Lederhandschuhe zerlegen. Ein Fünfer. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Install into any firearm or crossbow. Modifizieren. Packen wir da erstmal rein. So. Nein, nicht reparieren. Zum Glück hatten wir so viel in der Warteschlangenliste. Zerlegen. Genauso ihn. Zerlegen. Ihn nehmen. Und reparieren. Warteschlange ist voll. Na gut. Die Höhe, oh, passt auch fast nichts mehr rein. Also müssten wir erstmal eben hier wieder was ins Auto schmeißen. Auto sah ich schon. Komischen Roller. Auto könnten wir auch mal überlegen, ne? Wäre auch mal eine Möglichkeit, den mal zu bauen. So, was kriegen wir hier noch unter? Na, ist ja nicht mehr so viel. Bisschen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir zerlegen können? Da, Messing. Könnte man nehmen und... Ach nee, Messing haben wir ja zerlegt. Messing können wir gar nicht weiter zerlegen. Patronenhülsen. Viel ist das irgendwie nicht, ne? Was wir am Platz gewonnen haben. Na komm, muss reichen. Ich wollte sagen, da war noch eine Tasche versteckt. Na gut. War jetzt auch nicht so der Brüller, was da drinne war. So, wollen wir mal gucken, was hier dieser Wagen uns noch so Schönes bringt, wa? Auf jeden Fall ein paar Teile. Teile sind immer gut.
Ein, zwei schöne Motoren wären noch nicht, also wären mal nicht schlecht gewesen. So, da oben ist ja noch was. Noch so eine zerstörte Batteriebank. Wieso ist es gerade so leise? Wird ja gar nichts mehr richtig. Ach Quatsch. Wollte ich doch gar nicht. Na egal, fahr mein Chip vor, so. Storage. So, gucken hier. Was geht da wieder rein? Oh, ein bisschen geht doch wieder rein. Okay. Die Beine können wir ihm zerlegen. Den zerlegen wir. Dann passt da nicht auf hier ein bisschen was rein. Haben wir irgendwas? Noch irgendwas? Nö. So, hauen wir uns eben schnell hier ein bisschen was zu trinken rein. Ja, ein bisschen Platz haben wir ja noch. Den wollten wir auch reparieren, ne? So, folgen wir der Lampe. Irgendwo schläft hier einer. Psst, nicht so laut. So, im Schlaf überrascht. Schluss mit euch, Jungs, hier. So, da geht's runter. Hier geht's noch einmal drüber weg. Da geht's auch noch einmal drüber weg. Was ist das hier für eine Luke? So, weg das Ding hier. Helden ja blöde Luke aus, ey. So. Gut. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Ich lade jetzt mal schön nach. Und dann gehen wir da gleich runter in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.